Herzlich willkommen zurück. Jo, und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht hier, wa? Colonel, ich habe die Biokonvergenz-Chemikerin gesehen. Die von Tier 7. Bio, was? Biokonvergenz. Wie wär's, wenn Sie Ihren Wissensstand mal etwas auffrischen würden? Sie haben wohl die Weisheit mit Löffeln gefasst. Tja, ich versuche mich zu bilden. Anderen Leuten ist sowas ziemlich egal. Wie auch immer. Jetzt verstehe ich, wieso man die Grenzwelten auf den Kopf gestellt hat, nur um diese Frau zu finden. Mann, diese Frau ist der helle Wahnsinn. Ich dachte, du bist an keiner Frau interessiert, die einen höheren IQ als ein Huhn hat. Au contraire, mon frère. Hä? Das hättet ihr mir nicht zugetraut, was? Maniac wird mit jeder Aufgabe fertig, okay? Heute Nacht werde ich mal meine Kenntnisse über das Periodensystem etwas vertiefen. Das ist kein Neid. Sie glauben wohl, Ihr kürzliches Trauma hat die Frau blind gemacht. Es soll vorkommen, dass man seinem Befreier seine Dankbarkeit zeigen kann. Der Kerl ist gut, Colonel. Er ist der Beste. Sie lassen wohl niemals was anbrennen. Das wäre ja auch... Vielen Dank, Maniac. Du gehst unserem jungen Kollegen mit gutem Beispiel voran. Wie gefällt Ihnen der Captain, der an Bord gekommen ist? Paulsen, ich glaube, zu viele Köche verderben den Brei. Der neue Captain geht mir auf den Keks. Ja, viele Vorgesetzte bedeutet leider nur eins, Komplikationen. Da hat er wohl recht. Ja, ja. Nicht, dass ich wüsste, dass das eine Auswirkung hätte, aber naja. Wird Captain Eisen auch dabei sein, Sir? Captain Eisen ist mit anderen Aufgaben betraut worden. Befehl der Konföderierten. Aber er kommandiert noch dieses Schiff. Seine neuen Verpflichtungen gestatten es ihm nicht, seine frühere Funktion zu erfüllen. Ich befehle jetzt dieses Raumschiff. Haben Sie ein Problem damit? Hat der Captain seine Pflicht nicht erfüllt? Über diese Personalentscheidung zu reden, steht uns nicht zu. Die Zeit wird knapp. Eine Mission wartet auf uns. Die Miliz der Grenzweltler hat es gewagt, ein sehr wichtiges Weltraumlabor in diesem System zu besetzen. Sie fliegen als Erste los und greifen die feindlichen Verteidigungsschiffe an. Ein Transporter mit Bodentruppen wird landen. Geben Sie ihnen Deckung, bis Sie den Rückzugsbefehl erhalten. Es ist absolut unerlässlich, dass wir das Labor von diesen Verbrechern zurückerobern. Wir werden uns nur mit einer Erfolgsmeldung zufrieden geben. Ich bin mir sicher, die Konföderation kann sich auf Sie verlassen können. Wegtreten. Jawohl! Herr Nazi. Oder whatever. Also kommt da einem vor. Ja, guten Piloten reinhauen hier. Ab geht die Reise. Mal gucken, wie das jetzt läuft hier. Veteran. Versuchen wir nochmal. Ich will ja nicht hoffen, dass das hier tatsächlich bis auf diese eine Mission hier schwerer geworden ist. Dann kriege ich aber richtig ein zu viel hier. Hahaha, Joystick nicht angeschlossen. Sehr geil. Naja. Tja, so, Joystick ist dran. Bla bla bla. Selbiges Spiel nochmal. Geht ja nicht immer alles glatt. Da ist ja kein Problem, ist da alles schnell geklickt und so hier. So. Ja, wie gesagt, ja, ich will nicht hoffen, dass das jetzt wirklich tatsächlich, weil. Na, wieso geht er nicht hoch und runter? Ah, Mann. Ah, hast du einmal vergessen, den Joystick anzuschließen. Schluss aus, Mickey raus. So, ab geht die Post hier. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Die Nummer, ja, ja. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln.
Feste drauf. Stirb, du Dreckknack! SOS, SOS! Ah! Mein Ziel zerstört! Was? Rakete? Gib mir vor hier. Ja, klasse, ey. Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst Herz des... Ja, muss ich ein bisschen offensiver rausgehen hier. Auch mit meinen Raketen, was? Das gibt's doch nicht. Also der dritte Teil war deutlich einfacher auf Veteran. Ganz eindeutig. Das gibt's doch nicht. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. SOS, SOS. Ah! Super Schuster. Tja. Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Ah, ja, genau. Es ist hier quasi abwarten und verteidigen angesagt. Ratz, ratz. Da kommt zwischenzeitlich aber nochmal was. Und ich glaube, ich habe aus Versehen eine Rakete in Space Lab reingejagt, die da eigentlich nicht hätte rein sollen. Naja. Schlecht weg deshalb, weil da ein paar Flieger dahinter waren und dann gingen die halt wohl da rein. Ne? Dürfen gleich nochmal welche kommen hier. Shuttle landet hier auf dem Ding und wir nehmen das ein und ja. Naja. Da dürfen gleich nochmal zwei Piloten kommen eigentlich zwischenzeitlich. Soweit ich das noch weiß. Genau, die docken gerade schon an. Bin bereit für den Angriff, Colonel. Ja, ja. Alles klar. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ja, geil, ey. Ja. Ey, das die gibt's doch gar nicht. Verlor. Muss ich tatsächlich auf einfach weiterspielen, ja? Nee. Das machen wir anders. Ich glaube, ich muss mal mit dem anderen Flieger da fliegen, was? Naja. Von wegen. Selbiges Spiel nochmal. Ich gebe ja nicht auf, nicht? Ich will das ja mal hier ohne unverwundbar spielen, so eigentlich. Kann ja nicht wahr steinen hier. Ziemlich passend, weil ich gerade ein Bier trinke dazu. Aber kein Warsteiner. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Sieht das schon anders aus. Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Ja, dann haut mal rein da. Nein! Oh, so
soweit so gut. No damage. Tja, dann landet mal und so weiter. Nenne ich denn das? Passend das Space Lab der Grenzwelten, was? Immer, Junge. Jetzt noch? Dürfte es eigentlich schon nur noch abwarten heißen. Gut, gut. Er ist im Vergleich zu Wing Commander 3 echt pervers schwieriger. Richtig pervers. Ich habe das nochmal auf Unverwundbar gespielt, weil es mir mal mehr um die Story ging. Also das fällt mir jetzt erstmal so richtig auf hier im LP, ja. Ja, was ist denn los, Leute? Er braucht ganz schön lange hier. Ich weiß ja nicht, für wie lange ihr euch den Kampf hier überlegt habt, aber entweder verreckt man oder... Dieser Schrotthaufen gehört uns, Colonel. Ja. Wir machen jetzt weiter. Mission abgeschlossen. Wartet, ey, lange. Benötige Landeerlaubnis. Captain Paulson übermittelt Ihnen hiermit seine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Ja, Mission erledigt, ne? Passt schon. Aha. So toll sieht sie gar nicht aus. Was labert der denn da? Hm. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zwei... Guten Abend, hier spricht Barbara Miles von den TCN Nachrichten. Mein Gesprächspartner. Das war auf der Skala mal eben von ganz oben, ganz schnell wieder ganz unten. Unser Thema sind die steigenden Spannungen zwischen den Grenzwelten und der Konföderation. Die Union der Grenzwelten, wie sie sich jetzt selbst nennen, hat erklärt, dass sie mit der Konföderation in Frieden leben will. Aber, dass sie die Gesetze der Konföderation nicht länger als bindend ansehen. Daraufhin hat der Große Rat angeordnet, dass sich die Raumschiffe der Grenzwelten nicht mehr ohne Militäreskorte im Territorium der Konföderation aufhalten dürfen. Wir schalten jetzt live zu Admiral Torwin in die Zentrale der Konföderation. Admiral? Hallo Barbara, guten Abend meine Damen und Herren. Seit Wochen werden Mitglieder der Konföderation bei der Ausübung von legitimen Weltraumoperationen angegriffen. Dabei werden viele Menschen umkommen, die unschuldig sind. Das Chaos ist vorprogrammiert.
Um diese Verbrecher zur Strecke bringen zu können, ist es nötig, Raumfahrzeuge, die unter einer fremden Flagge fliegen, zu kontrollieren. Admiral, können die Union der Grenzwelten und die Konföderation zu einer Einigung kommen? Aber Barbara, was bleibt uns denn für eine andere Wahl? Vielen Dank, Admiral. Bitte. Und jetzt die Ergebnisse des Galaktischen Cricket Cups. Das sind ja nette Aussichten. Nicht geschlafen. Gute Nacht. Du solltest dich auch aufs Ohr legen. Ist schon spät. Kurz rüber. Gute Nacht. Tja, alles nicht so sahnig, ne? Tolwyn hat recht. Die Konföderation muss mit allen Mitteln für Recht und Ordnung sorgen, sonst spielt doch jeder da draußen verrückt. Die Grenzwelten hat man seit Kriegsende schlecht behandelt. Diese Militäreskorte wird die Lage nur noch verschlechtern. Was? Die sollen froh sein, dass sie nicht unter der Herrschaft der Kilrathi leben müssen. Viele Leute glauben, es ist ihnen zu verdanken, dass wir lang genug durchhielten, bis der Colonel die Kilrathi vernichtete. Ihre Farm in Nephil liegt nahe den Grenzwelten. Sind sie auch für die Militäreskorten pflichtig? Die Konföderation muss hart durchgreifen. Die Konföderation geht zu weit. Ja, das stimmt auch eigentlich, ne? Geht ja ganz klar hervor. Irgendwie. Ich meine, für mich als Kenner sowieso. Hallo? Das Weltall ist groß. Es ist schwer, alle unter einen Hut zu bringen. Sehen Sie, die Konföderierten halten die Zügel seit 40 Jahren in der Hand. Das geben sie nicht so leicht auf. Haben Sie Captain Eisen gesehen? Er hält sich im Hintergrund. Ich kann's verstehen. Tja. Ja, herein. Ah, Colonel. Schön, Sie zu sehen. Jetzt haben Sie endlich mehr Zeit für Ihre Post. Captain Paulson hat neue Befehle erwähnt. Ich warte auf meine Versetzung. Über neue Befehle weiß ich nichts. Ach, ich bitte Sie, Sir. Jemand wird diese unsinnige Entscheidung rückgängig machen. Die Konföderation hat sich sehr verändert. Ein Schiff zu kommandieren ist heute nicht mehr das gleiche wie früher. Wer weiß, vielleicht tun Sie mir damit einen Gefallen. Ich weiß Ihr Mitgefühl zu schätzen, Colonel. Sagen Sie der Crew, der alte Mann freut sich auf neue Aufgaben und Pflichten. Ja, Sir. Naja.